Schönen guten Abend, Leutis. Ja, neue Folge Alan Wake. Spiel fortsetzt natürlich. Mal gucken, was draus wird. Macht bisher auf jeden Fall Spaß, das Spiel. So. Batterien. Ach. Genau, gestorben sind wir beim letzten Mal, ne? Scheiße. Na egal, dann weiß ich ja, was ich tun muss. Polizeiwache Bright Falls, wie kann. Scheiße, da kommt gleich wieder dieser böse Spaten. Ah ja, genau. Ah! So, und jetzt ganz schnell zur Tür. Schnell, schnell, schnell. Yes! Schon mal besser als letztes Mal. Ja, ich hatte mir die Videos angeguckt. Ich spreche sehr undeutlich. Ich versuche das ein bisschen besser zu machen. Oh fuck! Tut denen das auch weh? Ja. Also das lenkt die so ein bisschen ab. Aber wenn, also ich müsste halt richtig draufhalten, damit es dem weh tut. Scheiße, jetzt muss ich beides nachladen. Schneller dritten habe ich gelernt. Ja, Mann. Mein Schädel brummte furchtbar. Außerhalb eines nee, nicht. Schießplatzes oh, Scheiße. Hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, ach, war er schmerzhaft real. Okay, also ich kann hier Licht anmachen. Das ist schon mal sehr gut. Ist jetzt an? Oh. Bin auch noch ein bisschen krank. Also ein paar Wochen müsste sich meine Stimme auch ein bisschen gebessert haben. Aber ich habe jetzt Bock auf YouTube. Ja. Ich weiß nicht, ist irgendwie doch voll geil. Man lädt einfach Videos so. Leute gucken das an. Ich meine, gut, mich erkennt jetzt keiner. Auf der Straße oder so. Weil YouTuber, Let's Player erkennt man ja nicht. Und mich sowieso nicht, weil ich noch komplett unbekannt bin. Aber das ist auch nicht so das, worum es mir geht, aber einfach Leute zu unterhalten, ist doch geil. Die Rahmenviecher auch. Ja. Was zum Teufel war das? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, das finden wir dann im Laufe des Spiels raus. Machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Tick. Tack. Tick. Tack. Ah, geil. Oh, vielleicht wird's doch noch was mit diesen ganzen Thermoflaschen, wie auch immer. Selten, dass ich sowas zusammenkriege. Ah, Mann. Ich hasse das, wenn man so einen Weg suchen muss. Ich krieg das nie hin. Ich verlaufe mich immer. Das ist so blöd. Ich bin am liebsten so ein Typ, wenn die Spieler einem komplett vorgeben, welchen Weg man nimmt. Also schon, dass man nehmen kann, welches man will, aber nicht, dass man sich so verlaufen kann. Okay. Man hört euch das mal an, falls ihr das nicht mehr wollt. Wie gesagt, schreibt rein. Und viel Spaß. Der Besessene stand vor mir. Ich das hatten wir schon. Auf ihn konzentrieren. Was ist das Neue? Ach. Barry Wheeler war extrem nervös. Er war in den Flieger gestiegen, nachdem Al und Alice tagelang seine Anrufe ignoriert hatten. Das konnte heißen, dass sie ihre zweiten Flitterwochen genossen, aber das glaubte Barry nicht. Al war dafür zu labil gewesen, konnte nicht schlafen, war ausgelaugt. Barry hatte jahrelang Erfahrung mit Alan Wake und er wusste es einfach. Etwas stimmte nicht. Okay. Ah, so geht's weg. Steht unten ja auch. So. Ah!
Ja, sonst, wie gesagt, also ich weiß nicht, Wake ist im Moment ein ganz gutes Spiel, weil man da nicht viel reden muss. Ich weiß nicht, wie viel mir so zwischendurch einfällt. Also auf jeden Fall viel Mist. Ansonsten Company of Stucky war Heroes. immer noch dort draußen, in Habe der ich im Moment Dunkelheit. voll Bock Er drauf. verfolgte mich. Also falls ihr das sehen wollt, wieso jetzt lade ich vielleicht auch noch hoch oder wahrscheinlich. Weil ich da wie gesagt im Moment Bock drauf habe. Im Moment seid ihr noch. Oder sind meine Zuschauer wahrscheinlich noch so wenig, dass da kaum Kommentare sein werden. Leider gibt es ja ganz viele, die nur einmal kurz rüber gucken, dann wieder ausschalten, weil ich unbekannt bin, wahrscheinlich auch ziemlich nervig bin, wie die. Ah! Meisten. Oh, dieses Licht, ey. Ja. Wichser. Mann. Welche Munition? Heißt 5, dass ich noch 5 Munitionsteile habe? Oder nur noch 5 Kugeln? Ne, ich gehe jetzt da hinten gucken. Hier gibt es Thermosflaschen. In dem Spiel. Also, vielleicht ist hier hinten irgendwo. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Ja, ist schon klar, aber. Da, 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 da. Ja. Oh, Batterien, sehr gut. Munition. Lohnt sich. Aber ich will das auch nicht zu viel machen, weil Es das gab keinen Strom. bei Let's Irgendwo beim Plays immer nervt, wenn Holzlager die musste Leute so ein rumlaufen. Generator sein. Für einen selber ist das immer nicht schlimm, weil man ja spielt. Auch wie bei diesen Aufbauspielen. Da bin ich auch so ein Typ. Ich baue erstmal meine Riesenbasis auf, verteidige mich da ein bisschen und greife dann an. Nachdem ich eine Riesenarmee habe. Für Let's Plays ist das einfach scheiße. Weil das interessiert die Leute nicht, wie du da eine halbe Stunde lang deine Basis aufbaust, um dann mit einer Riesenarmee gegen den Feind zu ziehen. Weil das einfach langweilig ist. Außer man hat echt viel Sachen zu reden, die Spaß machen und eine recht angenehme Stimme. Scheiße, Wichser. Habe ich nicht noch Leerteil? Nein, habe ich nicht. Mann. Scheiße, ich hab die Batterie. Bam, 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 bam. In your face. Sagt man das heutzutage eigentlich noch? Glaube nicht. Wir waren das früher. Bang, voll ins Knie. Aber wie war denn das, dieser Witz da? Keine Ahnung. Headshot, voll ins Knie. So ungefähr. Unter der Richtig Waldarbeiterausrüstung dämlich. müsste etwas sein, Ups. womit ich nach oben kommen würde. Ja. Brumm, 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 brumm. Ah. Es werde Licht. Nö, ich geh da erstmal rein. Noch ein Manuskript. F5. Viel Spaß. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in 100 tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Oh. Eine Schrotflinte, geil. Was war das? Was war das? Ist eine Anlegung. Ich dachte, die wurde geschlagen oder so. Naja. Weiß nicht. Ich glaube, ich kann nicht so viele Let's Plays hintereinander wegmachen, weil mir fällt jetzt schon nicht mehr so viel ein, worüber man reden könnte. Ja, das kommt alles mit der Zeit. Hoffe ich. Bin ja noch ganz neu bei YouTube. Ich finde das echt geil, dieses Videos hochladen, ey. Weiß nicht. Es ist einfach so geil. Ich hoffe nur, dass ich auch relativ viele Abonnenten irgendwann habe. Ich denke so 3 bis 4 Jahre und dann hat man so diese ganz Neulingen heutzutage kriegen wir nicht so schnell. 3, 4 Jahre, da hat man so seine 1000, vielleicht 1500 Abonnenten.
Heutzutage ist es ein... Naja. Wäre ich ein paar Jahre früher geboren. Obwohl, man hat YouTube. Ja, ich hätte mit 14 anfangen können, vor 4 Jahren. Boah. Dann wäre ich jetzt auch schon recht weit. Aber da hatte ich gar keine Lust darauf. Enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Gar nicht drüber nachgedacht damals. Steht da jemand? Nö. Wow. Was soll denn das sein? Komisch aus. Flamme. Eine Fackel. Lithium Battery. Mehr, mehr, mehr. Ich brauche mehr. Oh. Habe ich mich gerade verjagt. Ich dachte, da hängt was. Die macht mich verrückt. Wie soll denn das werden, wenn ich Amnesia spiele, ey? Ich freue mich schon auf Company of Heroes. Habe ich Lust drauf, richtig Bock drauf. Auch wenn man da die Amis spielt, wie immer eigentlich. Was ich nicht so toll finde, weil man da die Amis immer so als Riesenhelden hinstellt und die Deutschen als so richtige dämliche Lappen. Was ja gar nicht so war, die Nazis waren voll intelligent, sag ich mal. Vom Ding her. Was sie gemacht haben, war super scheiße. Und ich bin auch verdammt froh, dass es die Amis damals gab, die die besiegt haben. Also, Zweiter Weltkrieg, da waren die Amis noch, ne? Gute Leute. Aber danach wurden die einfach nur noch scheiße. Also nicht Amerika selber, Amerika selber mag ich gern. Das Land und die Menschen da sind richtig lustige Leute. Das Problem ist die Regierung. Die mag ich nicht so gern, weil es denen wirklich nur noch um Geld geht. Naja, da kann ich dann drüber reden, wenn ich Company of Heroes spiele. Bei Alan Wake hat das nicht so viel zu suchen. Ja, ich war doch hier schon. Zum oberen Weg gehen. Wo soll ich denn hin? Oh, das meine ich mit diesen Spielen. Oh, vielleicht komme ich da auf den. Ah, also so welche Spiele werde ich nicht mehr so viel spielen. Ist das mein Auto? Ne. Oh ne, das ist runtergekracht, ne? Okay, ich kann irgendwie über diese Baumstämme rüber. Vielleicht kann ich da was abschießen. Nö. Aha. Aber ne, oh, ich habe keine Munition mehr. Und ich Depp verballer die. Irgendwas runterlassen können. Ach! Oh. Tut mir leid. Ich bin echt ein Vollidiot. Ja gut, ich verstehe, wenn ihr ausgeschaltet habt. Ich hab doch gesehen, dass ich das... Oh. Holz bewegen. Okay. Oh, ja, bei irgendeinem Let's Play habe ich das schon mal gehört. Und das stimmt wirklich. Man kann sich nicht so gut aufs Spiel konzentrieren, wenn man selber spielt. Also wenn man gleichzeitig reden muss und spielen muss. Okay, dieses Ding muss ich noch bewegen irgendwie. Wahrscheinlich mit dem anderen Teil. Das wahrscheinlich irgendwo steht. Ich habe ja echt viel geschafft in dieser Folge. Wo ist denn das? Das ist an der Lampe. Ach! Komm ich da drüben gar nicht hin. Okay. 20 Minuten meines und eures Lebens geraubt. Für so eine kurze Passage. 15 Minuten bin ich schon wieder dabei. Ne, 10 Minuten.
Muss mir hier echt meine Uhr hinstellen. Ich muss immer auf den Fernseher gucken. Ah, ein Radio. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als ja, würde ist langweilig. Was ihr die Radioausschnitte aussehen wollt, schreibt's in die Kommentare. ein Manuskript. Viel Spaß. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Okay. Ist er denn jetzt immer noch im Traum oder ist das jetzt schon wieder real? Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Okay, ich habe jetzt einen anderen Weg genommen. Wenn ich gleich sterbe, dann weiß ich, dass ich das nicht mehr mache. Kacke. Hier ist ja schon wieder dieser Schrei halt, dieser Spinner. Ah, Licht. Nein, das ist nicht Licht. Scheiße. Ja. Ihr seid so eine Spastis. Scheiße. Okay. Oh, jetzt mach hin, mach hin. Yes. Oh, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, ey. Ich weiß gar nicht immer, ob ich rede oder ob ich gerade denke. Ich komme mir immer so vor, als hätte ich gerade was gesagt und dann denke ich, habe ich das gerade nur gedacht oder gesagt? Also verzeiht mir, falls ich mich da so ein bisschen wiederhole. Ich muss das noch ein bisschen lernen, nebenbei zu sprechen. Ich nehme lieber die Waffe. Gut, dass ich das Aufnahmeprogramm umgelegt habe, die Zahlen. Und 1 und 2 waren sonst vorher Aufnahme starten und stoppen. Und jetzt mache ich das damit, die Waffen wechseln. Wir waren solchen lang. Überall diese Heinis. Oh, Kacke. Oh. Ich glaube, ich soll hier nicht lang gehen. Ich gehe wieder zurück. Tschüss. Hört mich mal. Oh! Mann! Mach hin, du Lahmarsch. Oh ja, toll, jetzt bin ich gleich tot. Ich will auch nicht so viel Munition an die verschwenden. So, lad dich auf. Wow, ich glaube, ich würde mir nicht zugucken, wenn ich die Videos sehen würde. Haben wir da wieder hoch? Nein. Okay, das heißt, ich bin hier richtig. Hey, der Typ hat eine Ausdauer. Nur Schnecke. Oh, wobei Schnecken ganz schön weit kommen. Also, die haben schon eine Ausdauer. Wie ein Faultier. Der hat eine Ausdauer wie ein Faultier. Einmal Meter und der ist kaputt. Mann, wo muss ich? Ich glaube, ich auch mit dem Spiel. Ich suche mir neu jetzt. Das gibt's doch nicht. Ich gehe euch doch bestimmt auch auf. Damit. Wow. Ah. Ja, das Manuskript lesen wir noch. Aber nicht jetzt. Ja, ist doch scheiße. Ich hätte auch leicht spielen sollen.
Mann. Ja, das. Ihr merkt vielleicht schon, das Let's Play wird sich ein wenig in die Länge ziehen. Ja, ich hoffe, ich kann euch so lange unterhalten. Vor allem habe ich vor, erstmal recht viele Videos zu machen. Da ich ja noch gerade neu auf YouTube bin. Dauert 60 Minuten für 20 Minuten hochladen. Ach scheiße, das war ja gar kein Licht. Oh! Ich glaube, ich muss das Video schneiden. Und dann muss ich mir erstmal noch ein Videoschneideprogramm runterladen. Da muss ich noch Videos angucken, wie ich Videos schneide. Hat jetzt erstmal lange gedauert, das hier herauszufinden. Egal, ich mach die jetzt einfach tot. Scheiß drauf. Mann, das ist doch echt schlimm mit denen. Blöde Heini-Teile. Oh Scheiße. Wie viele gibt's denn von denen? Gibt's unendlich von denen? Mann, das sind ja irgendwelche Schattenwesen. Also eigentlich müsste es unendlich, glaube ich, von denen geben. Ich bin mir nicht sicher. Na komm. Oh Scheiße. Aber jetzt habe ich gar keine Munition mehr, ne? Scheiße. Egal. Hab was zum Lesen gefunden. Viel Spaß. Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet. Als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Du Scheiße. Ich glaube, da hätte ich richtig Angst. Da gab es doch auch schon einen Film, wo die Leute sich dann selbst gesehen haben. Ich glaube, Handy war das, oder? Was war denn das? Final Destination war es nicht. Ich glaube, irgendein japanisches Zeug. Ja, ich brauche Munition. Ah, sehr gut. Okay. Ich gehe am besten zum Licht, ne? Ein bisschen Angst macht das schon, muss ich schon zugeben. Ist jetzt nicht so, dass ich mich richtig erschrecke oder so, aber Angst ist schon ein bisschen da. Egal, lauf zum Licht. Gib alles, du schaffst was. Erstmal ein Skript holen, dann zum Licht. Hier ist doch Licht. Ich hoffe, ihr seid nicht so angepisst. Ja, okay. Naja, die Aufnahme ist sowieso gleich vorbei. Oder ich mache sie gleich vorbei. Ich denke mal, so 20 Minuten ist das Beste, oder? Dann habt ihr es nicht so lang. Ich weiß nicht, diese... Wow. Du Scheiße. Aha. Ich wusste es doch, dass es gut ist. Leuchtpistole, sehr gut. Dann kann ich die verdammt gut gebrauchen. Wobei, ich bin ja schon ein richtig guter Spieler. Richtiger Profi. Bin fast noch gar nicht gestorben. So ein Scheiße. Nein, verpisst euch, ihr Wichser. Mach euch alle tot. Mann. Ich will dieses Skript-Ding holen. Ja, komm. Wenn wir sie schon haben, ne? Wie geil. Das sieht einfach so genial aus. Okay, also in diesem Spiel muss ich viel in andere Richtungen laufen. Sagen. Jo. Wir werden gerade nicht angegriffen. War das Manuskript?
Wake Luke den Sheriff an. Oh, ich habe eine Seite noch nicht. Scheiße. Egal, viel Spaß. Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Okay. So, da ich denke, dass wir in dieses Haus rein müssen, beende ich hier mal die Aufnahme. Es war wieder nett. Ja, nette Folge. Hab nicht so viel geschafft. Aber ihr könnt ja im Gegensatz zu mir vorspulen. Oder halt YouTube schneller machen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Abonniert. Wie auch immer, wie ihr möchtet. Ich meine, abonnieren kostet euch nichts. Hilft mir nur, bringt mir nur was. Aber, nee, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.